So, Tachin aus dem Bären und herzlich willkommen zu einem weiteren Let's Play von Leitsternspiel. Ja, das letzte Mal konnten wir ja nicht machen, weil unsere Fahrzeuge noch irgendwo da in, keine Ahnung, hinter Dupfingen irgendwo waren, irgendwo ganz, ganz, ganz weit oben, hier in der Game Tour, ne? Ja, dieses Mal sind sie alle wieder daheim und nun können wir logischerweise anfangen mit den Einsätzen. So, LKW umgestürzt, da fangen wir doch gleich mal an. Was hätten wir denn da? Eine verletzte Person, eine Johanna J., okay, eine LKW-Fahrerin. Da schicken wir mal einen LF hin und dann schicken wir noch einen Rüstwagen hin. Und Rettung Bromar, NEF und RTW. Und schicken wir noch eine Streife hin, das müsste eigentlich langen. So, dann können wir aber sicherheitshalber, das ist ja eine schöne Funktion, die wir eingebaut haben, Hilfe zu diesem Einsatz. Polizei benötigte Löschfahrzeuge 2. Das heißt, da schicken wir eins hin. Ein Rüstwagen haben wir. Jetzt können wir bloß hoffen, dass die keinen Feuerwehrkran verlangen. Weil den habe ich ja zwar, aber ich habe die nötige Ausbildung noch nicht für die Leute. Das werden wir jetzt einfach mal probieren. Ein Löschzug noch. Und einen Einsatzleitwagen. Da geht aber auch der Zweier. So. Losgeschickt. Okay, dann hätten wir das auch schon mal geschafft. Dann werde ich jetzt gleich mal schauen, weil ich habe jetzt die Gutschrift haben wir ja bekommen. Weil ja die Serverprobleme vorhanden waren. Das erste Mal, dass wir Serverprobleme hatten und da werde ich jetzt gleich mich mal bezüglich einer Feuerwehrschule an. Na super, da brauchen wir noch zu viel. Die habe ich leider noch nicht, okay. Das heißt, wir werden jetzt im Endeffekt hier noch weiter hantieren müssen. Es sei denn, wir könnten mal gucken, ob der Kollege da oben. Was sind's denn? Da jemand vielleicht eine Feuerwehrschule hat. Also der Vater von MC Disaster hat keine Feuerwehrschule. Leider. Und schauen wir mal, ob der Dale noch eine hat. Wo ist er? Da oben. Nein, okay. Das heißt, wir haben nicht die Möglichkeit, eine Feuerwehrschule zu benutzen. Das heißt, wir haben jetzt die Hoffnung, dass wir im Endeffekt keinen Feuerwehrkran benötigen. Und wir benötigen auch keinen zum Glück. Das heißt, die Fahrzeuge, die ausrücken, die reichen. So. Halt, stopp, wir haben ja sogar hier eine Feuerwehrschule, sehe ich gerade. Ich hatte ja eine gebaut. Feuerwehrkran-Lehrgang. Brauchen wir mal, muss mal gucken, wie viel Besatzung wir brauchen. Für den Feuerwehrkran. Wo ist die Feuerwache hier? Na, wo ist er denn? Da ist er nicht. Und wo habe ich den denn reingestellt? In welche Wache? Den Feuerwehrkran. Da ist er. Zwei Leute wären das dann, okay. Besatzungstechnisch 2 Leute. Dann werden wir mal 2 Leute hinschicken. So. Und
X-Folge EOB. Zwei Stück auswählen. Ausbilden. So, dann werden wir im Forum reinposten. Lehrgänge. Feuerwehrkran Ausbildung in der Feuerwehrakademie Schwabach. Fehler nachgeschüttet. Schwabach. So. Speichern. Dann wissen jetzt nämlich die Kollegen Bescheid und können dann eben in diesen Lehrgang ihre Leute hinzufügen. Aber ich schaue jetzt mal, wie das nochmal, ob ich das auch zeitlich irgendwie festsetzen kann. Das müsste doch möglich sein, den Start sozusagen zu verschieben. Direkt starten. Ein Tag und Kosten pro Teilnehmer 0 Credits. So. Okay, dann starten wir das Ganze mal. Genau. Passt. Sprechwunsch. Oh, Sprechwunsch. Jetzt hat es mir gerissen. So, dann schauen wir doch mal, was der möchte. RTW. Unfallchirurgie anfahren. Huch, da liegen ja noch zwei Patienten drin. So, dann hätten wir jetzt die allgemeine innere und allgemeine Chirurgie. Und dann werden wir jetzt gleich mal die Unfallchirurgie weiter ausbauen. Die brauchen wir nämlich jetzt möglichst bald. So. Somit habe ich jetzt keine Coins, keine Teams mehr, keine Coins. Aber mein Krankenhaus ist ausgebaut. So. Ja, der Einsatz kommt jetzt keiner rein, deswegen kann ich jetzt meinen Verbandsgroßeinsatz machen. Wenn man vom Teufel spricht. Jetzt muss ich bloß schauen, ob das geht. Ja, das geht sogar. Das heißt, wir werden jetzt hier unten eine machen. Dazu schauen wir jetzt mal, wer eigentlich vom Verband online ist. Mitglieder. Oh, der MC Disaster Sand Date ist auch online. Ey, der hat innerhalb von ein paar Tagen schon wieder 400.000 Dings gemacht, ne? Krass, das ist über 4 Millionen. So, dann gehen wir mal hier rauszoomen. Nehmen hier ungefähr die Mitte.
Emmets Haus wolltest du es machen. Wo ist denn Emmelshausen nun mal? Südlich von Koblenz. Wir können es aber auch Koblenz direkt machen. Muss ich erstmal Koblenz suchen. Das ist nämlich ungefähr mittig, so im guten Dreieck zwischen Dale, mein Vater und uns. Wo ist denn Koblenz? Südwestlich von Köln, Düsseldorf, Bonn. Zwischen Köln und Frankfurt. Ah, da hinten. Krass, jetzt sehe ich es erst. Mein Vater ist leider mal so weit weg von Enschede. Enschede im Zugunglück reinstarten. Wo ist denn Enschede? Da unten, ja, Mann. Was für dann, was dein Vater sehr entgegenkommend wäre. Definitiv. Aber für uns blöd wäre, weil wir könnten das nicht anreißen. Könnten wir nicht. Das wäre für uns viel zu weit. Aber ein bisschen was Ironisches hätte das doch was, oder? Zugunglück in Enschede. Oder in Bad Dingsbums, da weißt du schon. Bad Kissingen? Ne, das andere, wo der vor kurzem mal dieses Unglück war. Nein, nicht Bad Kissingen. Hm. Und komm, ey, wo ist denn hier so eine fucking Shopping Mall? In Koblenz, oder was? Ja. Warte, ich such mit. Das ist blöd, okay, das ist blöd geschnitten, Koblenz. Ah, ich hab was, wo ich einen Großbaum machen kann. Bahnhof. Warte, wo ist mein Marker? Da. So. Großbrand. Starten. Aber da schicke ich erst nach dem Let's Play die Fahrzeuge hin, weil die brauchen da etliche Stunden bis da hoch. So, was haben wir jetzt hier? Motorradbahn. Da schickt lang ein TLF. So. Okay. Hast du gesehen, was da brennt? Nein, noch nicht. Ein Pennymarkt. Verband. Forum. Wo ist es denn? Aktuelle Großeinsätze. Großbrand. In Koblenz. Objekt. Pennymarkt. Ja gut, ich habe immer noch mit dem Erdrutsch zu tun. Das heißt, ich werde mal das Erdrutsch rausschicken. So. Ich werde ungefähr in 3 Minuten meine Leute hinschicken. Oh, dein Vater hat schon bemerkt. Ich habe ja auch im Chat was reingeschrieben. Schickt das schon los, oder was? Ja, schau.
Wie machst du jetzt wirklich von Ihnen schon unterwegs? Ich hab meine kommt erst in 3 Minuten. 2,5. Und dann ist mein Erdrutsch fertig. So, Einsatzgeschwindigkeit. Dann kommt meine Massenhysterie. Realistisch. Ne, wir machen auf extra langsam, weil der Motorradbremse ist jetzt auch gleich gelöscht. Was? Scheiße. Hä? Mein Kicker wird zurückalarmiert. Ich warf nicht. Das Gute ist, Ankunft in 9 Sekunden. Also so weit ist er noch nicht gekommen. Das heißt, wir haben jetzt einen Verbandsgroßansatz, das heißt, wir müssen jetzt meine Einsätze mal zurückstellen. Wir gehen jetzt mal auf Profil, ne? Lager, Einsatzgeschwindigkeit. Langsam. Extra langsam. Kann ich da einkaufen. Alles zum Einsatzort. Wenn wir es uns noch anhalten würden, ich kann es mir so ein Freund schon hinschicken. Wie das bei mir immer packt und nicht alles losschickt. Aber ist ja auch kein Wunder bei so einer Latte, wo es dann Fahrzeugen, wo ich dann nur hinschicke. Hat aber was geschrieben an der Rückmeldung. LF Rollen? Ja. Wenn wir da RTW-Debatten brauchen? Kommt drauf an, was der, die Lagemeldung ist. Ich habe alles hingeschickt. Okay, dann schicke ich auch mal ein RTW hier. Und THW wollte ich hinterher. Alle verfügbaren Einheiten rollen. Massenhysterie ausgelöst. Das Lustige ist, bei uns, ne, haben sie eine Fahrstrecke, bei ihnen zwei. Ja, aber die Fahrstrecken bei mir nicht angezeigt werden, so wie bei dir. So. Dieser Rabbel der Nacht zwischen der App und das Ding, ne? Bei dir Ankunft 2 Stunden 22 Minuten. Und den seine. Oha, der ist fast eine Stunde früher als wir dran. Dann haben wir doch nicht ganz die Mitte erwischt. Also das nächste Mal mehr in Richtung von uns. Doch, ne, so Emmerhausen oder so. Aber gut. Ich habe einen neuen Großansatz für THW, das heißt, ich kann THW auch losschicken. Der Motorabbrand ist gelöst, das heißt, man weiß, müsste ich dann das jetzt auch noch hinterher schicken können. Musst du mal lesen, weil ich habe die Dinge, die Funknamen von meinen THW-Lern umgenannt. In meiner haben wir immer das Kennzeichen. Die sind noch nicht da, deine THWler, die zeigt es mir nicht an. Ich habe bloß die FFW, ich weiß nicht. Und einen Einsatz. Ein herfliegendes Baumaterial, das muss warten. Das kann ja noch nicht wegfliegen, ist ja kein Problem. Jetzt sehe ich zwei Fahrspuren, weil deine jetzt ja auch noch in mit reinkommen. So, ich habe noch ein bisschen Witz in die Sache gebracht. Bei Rückmeldungen. Also ja. Tja, schau mal, wie viel THW du hast. 2, 4, 6, 7. Ich weiß. Davon einer Anhänger, der alleine fährt. Das
mir mal ranzoomen, dann kann ich euch das mal zeigen, Leute. Das ist eine THWler, wo sind sie? Das ist bei mir meine THWler noch ganz oben. Dafür die blaue Masten-History. Aber das sieht's leider nicht. Weil die zu dicht dran sind, verdammt. Ja, manchmal packt es sogar, dann sieht man das. Ich muss jetzt den Anhänger mal zurückordern und nochmal nachordern. Habe ich sowieso jetzt gerade vorgehabt, weil ich dachte, wir brauchen ihn jetzt sowieso nicht. Den Anhänger. Ich glaube, das ist mein DRE. Ah, da fährt er doch. Hab ihn. Hab ich ihn erwischt? Nee, ich habe irgendwas anderes erwischt. Jetzt habe ich ihn erwischt. Da Leute, dieser Anhänger fährt selbstständig, ohne dass ein Fahrzeug dran ist. Dürfte mein DLE sein. Du kannst ihn mal zurückordern und dann wieder neu ordern, sodass man es richtig gut sieht, wie der Alliance fährt. Ja, DLE ist es. Ja, ich habe versehentlich gleich zwei zurückgeordert. Das ist aber scheinbar bei den Fahrzeugführern noch nicht angekommen. Doch, bei mir sind zwei Stück auf dem Weg zurück. Reizler, ja. Ein MKZ? Da ist der Anhänger. Da ist der Anhänger. Er fährt ohne Fahrzeug vorne dran. Das ist doch mal ein schöner Anhänger. Hey Leute, braucht man kein Zugfahrzeug. Ah, jetzt verstehe ich. Sobald ich einen zurückbeordere, sobald ich den Anhänger zurückbeordere, wird auch das automatische MKZ zurückbeordert, weil das eigentliche Zugfahrzeug sein soll. Ich habe gerade ein MKZ wieder zurück zum Einsatzort beordert und dann nimmt es die DLE mit, wie du siehst. Entführung. Das heißt, der MKZ soll eigentlich das Zugfahrzeug für das DLE darstellen, ist aber grafisch wahrscheinlich misslungen. Ja Leute, da ihr jetzt im Endeffekt hier nichts Aufdringendes mehr seht, weil wir jetzt hier diesen Großeinsatz haben, hätte ich gesagt, dann beenden wir mal dieses Let's Play an dieser Stelle. Und machen dann das nächste Mal weiter. Ich hoffe, es hat euch trotzdem gefallen. Und wenn ihr neu seid, lasst mir noch ein Abo da und macht auch schöne Werbung für meinen Kanal. Denn so können wir gemeinsam wachsen. Ja, und dann sage ich mal so, bis zum nächsten Mal und tschüss.